dem MCP-Stopper. Der MCP-Stopper soll das Bewegungsausmaß aktiv in den interphalangialgelenken proximal und distal verbessern. Ähnlich wie beim Blocking-Exercising wird das MCP-Gelenk blockiert, um Bewegungsausmaß in den Mittel- und Endgelenken zu schaffen. Ich spanne quasi den Stopper zwischen Daumen und Zeigefinger und beuge das Gelenk aktiv. Das kann ich auch hier bei dem Endgelenk anwenden. Übertragbar auf alle Finger. Den Stopper gibt es in zwei verschiedenen Größen mit 4 Greifabständen. Für den kleinen Finger verwende ich immer den kleinen Stopper. Für mich ein schönes Therapiemittel, weil ich quasi durch das harte Holz und durch die Spannung zwischen Daumen und Zeigefinger aktiv wirklich richtig Bewegungsausmaß schaffen kann. Mit längerem Halten kann ich die Strukturen um das Gelenk dehnen. Auch beim Daumen anwendbar. Ja, soweit für den MCP-Stopper. Vielen Dank und bis bald.